You ain't going rough enough. Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Silvester-Special auf meinem Kanal. Ja, ich habe ja angekündigt, dass ich ein neues Spiel ausprobieren werde. Und hier ist es. Wir nehmen uns in diesem Video FIFA 13 auf dem PC an. Sorry. Ja, wir werden das Ganze aber mit den Xbox-Controllern zocken, weil das einfach so einfacher ist. Und ich bin zum Glück nicht alleine. Ich habe Verstärkung. Zu zweit macht es einfach mehr Spaß, FIFA. Nämlich, stell dich mal vor. Hallo. Ja, ihr habt es schon gehört, Johnny ist hier. Also, wir zocken FIFA 13. Und, ja. Also, Freundschaftsspiele werden wir machen. Zwei Stück, erstmal gegeneinander. Und, also er hat einen Xbox-Controller und ich habe einen Xbox-Controller. Beide sind kabellos, deswegen wundert euch bitte nicht, falls einfach mal während dem Zocken die Verbindung abbricht, dann müssen wir den Controller nochmal neu verbinden. Könnte halt ein bisschen dauern. Deswegen habt ein bisschen Nachsicht, aber ja, ich denke, es wird nicht so oft vorkommen, hoffe ich zumindest. Ja, natürlich nicht. Okay, jetzt ist gerade passiert, ihr seht, wie das geht, wie das gerade ist. Es nervt auch ziemlich. Okay, in den Real Madrid. Ich nehme jetzt nicht Barcelona. Bloß nicht. Ich nehme einfach die Mannschaft, die ich immer nehme. AC Mailand mit dem Mayonnaise-Gesicht Mario Balotelli. So, 6 Minuten geht die Halbzeit, Teammanagement. Also wir werden zwei Spiele spielen. Jeder hat in diesem Spiel, jeder nimmt in einem, nur eine Mannschaft, pro Spiel eine Mannschaft. Also ich nehme Mailand, im nächsten Spiel eine andere Mannschaft. Jordan nimmt dieses Mal Real, im nächsten Spiel hat eine andere. Und wir werden das halt Ganze so machen. In zwei Teile aufteilen, dass ich nicht so viel hochladen kann, hab. So. Scheiß drauf, ich brauch das nicht. Komm, überspringen einfach. Das braucht man nicht. Hast bald. Mach einfach Start. Beenden ohne Speichern. Mach halt einfach jetzt. Mach irgendwas. Brücke Start. Start. So, starten wir das ganze Zeug mal. Nein, das mache ich nicht. Nein, hallo. Was springen möchte ich? So. Unsere Namen sind Frank Buschmann und der Frank Buschmann. Der Busch. Was willst du eigentlich, hä? Scheiß Kommentator, wie ich ihn hasse. Wie ich sie hasse. Was ist denn jetzt los passiert? Was? Was hast du gesagt? Was? Achso, ja genau. Er hat keine Kommentatoren. Ich habe nämlich nur das Headset an. Hat er Glück? Der Ballo. So. Wo steht denn jemand frei? Nein. Der überhaupt nicht. Den wollte ich gar nicht haben. Da nehme ich. Oh. Glück gehabt. Kommentari. Genau. Auf den. Auf Mario. Ich mag den Typen überhaupt nicht. Aber zumindest kann er Fußball spielen. Genau das gleiche ist bei Ibrahimovic. Ich hasse ihn auch. Aber er kann zumindest Fußball spielen. Chance zum Konter. Was machen Sie drauf? Anders als bei Großkreuz. Er ist hässlich, er kann nicht spielen und er sieht dumm aus. Okay, dumm aussehen und hässlich ist gleich eigentlich. Komm jetzt. Alter, du mit deinem Cristiano. Boah, Alter. Gib mir mal die Pille her. Genau. Hallo. Hallo. Er macht Tore in Serie. Ha! Scheiße, ich dachte, er ist schon drin. Grinst nicht so. Und sprich mal ein bisschen lauter, dass die dich besser hören, die Zuschauer. Alter, mein Stuhl hat es gerade gehört. Mein Stuhl hört sich anders, aber blöd, ohne Scheiße. Hoffentlich habt ihr das nicht gehört. Wenn ja, tut's mir leid. So. Boah, Leute.
Falls der zweite Part zu Neujahr kommt, tut es mir leid, weil das da das Uploaden mir gerade sehr, sehr schwer gemacht wird. Weil... Dings. Ja, Junge, ja, genau, fick dich. Weil, mein Internet gerade sehr, sehr, sehr langsam ist. Ich habe auch keine Ahnung, wie ich das beheben kann, muss mal gucken. Und auf jeden Fall ist es langsamer als vorhin und es dauert, früher. Und jetzt dauert es halt mit dem Upload ein bisschen länger. Bisschen länger, ein kleines bisschen. Nee, auf jeden Fall, es dauert auf jeden Fall länger. Deswegen kommen auch nicht so regelmäßig Videos. Und du solltest dich jetzt genau... Hast du einfach mal zu einem Mitspieler? Die Maria, hä? Und der Josef macht's Tor. Die Maria spielt den Ball zu Josef und macht den... Der Josef macht den motherfucking Kopf... Like rein. Was grinst du jetzt so, hä? Sprich... Ja, nix. Er freut sich nur gerade so, weil er vorher so aufs Dach bekommen hat. Ich war wieder Mailand vorher und er war Bayern München, die genauso eigentlich genauso gut sind wie Real. Und jetzt... Ja, er hat ein Tastatur gespielt, trotzdem hat er auf den Sack bekommen. 5:1. 5:1, Alter. Und dann hat er nochmal auf den Sack bekommen und nochmal. Alter. Aber jetzt... Aber... Gegen so eine flinke Mannschaft wie Real merkt man doch extrem wie Mailand. Also die langsamen Oldies. Da sind viele Oldies da drin. Die sind richtig langsam. Merkt man halt, dass es schon viel, viel schwerer ist. Boah, Alter. Hallo. Was soll das? Hallo. Hallo. Gib mir den Ball her, du Dreckskind. Los jetzt. Aha. Schnell. Schnell, vorne. Ja, ich brauche eine Anspielstation für einen Konter. Ah, genau, dann habe ich passt. Ich habe schon passend gedrückt. Wollte gerade passen, dann greift er an. Du Depp. Jetzt sieht es so aus, als ob ich schlecht bin. Ha. In Chancenverwertung bist du aber nicht gut. Jetzt... Ja, das war zum Glück hast du Chancen, ja. Aber, boah. Alter, das regt auf. Und du musst mal ein bisschen lauter sprechen. Ja, ich sag doch. Doch. Du laberst die ganze Zeit. Nur am Labern ist der Kerle. Hallo! Du Josef. Alter. Die Maria und der Josef. Badum. Da kam irgendwie nicht an, der hat sich irgendwo verirrt. Komm! Was lachst du so? Kleiner Judel. Judeludelei. Geh Nazi-Pan essen. Los. Das ist nicht witzig. Sehr ernste Sache. Ich weiß es nicht. Jetzt komm! Boah, Alter. Jetzt weiß ich wieder, warum ich das Spiel hasse. Warum ich grundsätzlich FIFA hasse. Die früheren FIFAs waren so geil. FIFA 06, ich habe mir das Gehirn rausgezockt bei dem Spiel. Aber sie werden immer schlechter, die Spiele von Jahr zu Jahr. Ja, natürlich. Und der Casillas. Hält ihn natürlich. Ah, weiß ich noch, wo dieses Sport. Du kennst ja noch die Sportzeitung, gell? Die von der Bravo. Die Sportfeste und Bravo Sport. Die haben doch einmal mal so berichtet, dass Casillas nur 4 Finger hat. Obwohl er gar keine 4 Finger hat. Er hat 5 Finger, weißt du? Und dann haben sie so gefakte Bilder gezeigt, so, wo nur 4 Finger hat, von so einem Menschen, der 4 Finger hat, haben sie das Gesicht so richtig billig eingefügt mit dem Gesicht von Casillas. Und dann haben sie noch so einen Handschuh gezeigt, wo nur 4 Finger sind. Und das ist Casillas persönlicher Handschuh. Und so viele Leute haben das geglaubt, Alter. So viele Leute haben das geglaubt. Ja, genau. Oder, als Kevin Prince Boateng, Michael Ballack da,
diese Verletzung zugezogen. Dann hat er so berichtet, ja, das hat mit Absicht gemacht. Er hat schon früher deutsche Spieler, hat er verletzt. Obwohl er selber deutsch ist, war ich so sinnlos. Hat er früher... Oh, Verbindung wieder unterbrochen vom Controller, so klar. Hat er deutsche Spieler mit Absicht verletzt. Und das hat er nur mit Absicht gemacht, damit Deutschland bei der WM schlechter ist. Und so ein Zeug. Hallo, scheiß Schiri. Und jetzt... Dann berichten sie, oh, bei Schalke ist Kevin Prinz Boateng der beste Spieler und Julian Draxler kann so gut von ihm lernen. Es war gut, dass sie ihn verpflichtet haben. Ja, ja. Das ist die Möglichkeit. Jetzt ein Konter. Wenn man eine Meinung vertritt, sollte man sie auch länger vertreten als 12 Minuten irgendwie so. Boah, Alter. Und die verdienen damit... Millionensummen von Geld, Alter. Obwohl das einfach nur scheiße ist. Komm, leck mein... Ja, der Schiedsrichter ist auch schwarz. Eigentlich müssen die zusammenhalten. Sind beide schwarz. Boah, da lass mich mal ein Tor schießen. Ich hab keinen Bock mehr langsam. Ausgerechnet jetzt, wenn wir aufnehmen, kassiere ich sowas von. Und davor, bevor wir aufnehmen, bam, 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 bam. Mach ihn so kalt. Hat er bestimmt nur mit Absicht gemacht. Natürlich. Ah, das ist die Lufthansa-Werbung. Kennst du sie? Perfekt organisiert. Natürlich. Perfekt organisiert. Natürlich. Perfekt organisiert. Natürlich. Hinfliegen. Natürlich. Alter. Aber das Schlimmste ist, Alter, wenn man einem Briten beibringen will, Dialekt zu sprechen. Deutschen, badischen Dialekt. Nein, nein. Fick dich ins Knie, Junge. Da macht er einfach die Kiste. Chris ist so dumm. Du bist doch ein Neger. Überspring die Kacke. Affentanz im Negerarsch, würde ich sagen. Alter, lass mich mal gewinnen. Aber lass mir wenigstens mal den Ball, Alter. Was geht bei dir schief? Ja. Ja, natürlich. Alter. Bei ihm geht fast jeder Ball rein und bei mir, nö, nö, nö. Der Kassiers mit vier Fingern muss es halten. Alter. Ist doch echt dumm. Aber jetzt auf die... So, das hast du davon. Hallo? Was soll das? Du dummes Dreckskind. Boah, Alter. Wir stehen echt Grütze in deinem Kopf. Du hast Steine in deinem Kopf. Guck dir das an, wie langsam die sind, Alter. Was hast du da gecheatet? Boah, Alter, ich hab langsam keinen Bock mehr. Halt deine Fresse, Benzema. Alter, hallo! Und der kommt genau an. Und der Angriff wurde gestoppt. Jetzt rein, rein, komm! Oh, und jetzt fängt er den Ball ab, natürlich. Natürlich! Boah, Alter. Die Maria spielt auf die Türken. Der trotzdem für Deutschland spielt. Komm, komm, komm. Ja, ja, ja. Oh, Mann, Alter. Ich krieg dir gleich Gold richtig. Und hier sehen wir die Ballbesitzstatistik. Alter, wen interessiert die Ballbesitzstatistik? Ohne Scheiß. Was soll denn das? Langsam nervt mich, ohne Scheiß. Ja, Spezialist für die Grätsche am Arsch. Klasse, wie er da das Aufbauspiel des Gegners... Alter, jetzt nervt's langsam. Die Niveau ist, die Motivation ist auf dem Gefrierpunkt langsam. Bei mir. Lass mich einfach durchrennen, okay? Lass mich durchrennen. Dann kriegst du auch einen Keks. Nicht. Nicht, nicht, nicht! Mann, ey! Ey. Genau, komm her. Ich passe dir jetzt nicht. Weil du schwarz bist. Jawoll! Jawoll! Hast
hast du mich gleich nachgemacht, du dreckiger Jude. Ja, ja, ja. Was soll denn das, Alter? Dieses Spiel fickt mich gerade richtig, Alter. Deine Mutter ist easy. Heißt easy. Yeah. Hedwig heißt sie. Was macht er denn? Ich gehe dir gleich Boah, Alter, diese Mannschaft ist irgendwie gerade irgendwie voll verkackt für den Arsch. Warum sind die so langsam gegenüber deinen? Oh ja, der Franz Hacke ist verletzt. Natürlich! Ja. Jo, jetzt heult er nicht so dumm rum, Alter. Bist einmal umgerätscht wurde. Der dicke Schwächer, dass öfters umgerätscht wurde wie du. Was heult denn so rum? Super! Jetzt! 7 Minuten, knapp 7 Minuten vor Spielende lohnt sich das jetzt noch, den auszuwechseln, oder was? Überspringen, Junge. Nein, nicht schießen, nicht schießen, nicht schießen. Ich würde ihn jetzt gerne auswechseln. Lass ihn liegen. Ich hole ihn mir gleich. Lass ihn liegen. Bist doch dumm. Ich finde es nicht mehr witzig. Komm, Rubinho. Hat sich gerade eingewechselt. Du bist ein Joker. Der Joker. Alter! Was hast du denn gegeben? Drogen oder was? Ja, hier hast du es. Ich kann ihn festziehen. Nichts. Alter, wie er abgeht. Oh, jetzt kriege ich gelbe Karte. Für ein Foul, das schon gefühlte 7 Jahre vorbei ist. Der Schwarze, gibt den Schwarzen was. Alter, was soll das? Das ist Sklavenaufseher hier. Ja, aufpassen, ob es sich jetzt noch lohnt. Komm, wenigstens noch ein Ehrentreffer. Für mich natürlich. Wenn du ein Tor schießen würdest, wäre es ja kein Ehrentreffer mehr. Alter. Alter. Du dummes Kind. Bring den Torwart mit raus, komm schnell. Ich weiß es nicht. Was der für eine Shit macht. Nicht schlecht gedacht. Danke. Jetzt komm. Nein! Alter, wieso fangst du jetzt auf einmal alles ab, Alter? Du bist doch echt ein Perversling. Du bist ein schlimmes Kind. Wie er guckt, wie ein Pedro. Hast du gesehen? Das war alles deine Schuld. Zurück zum Hauptmenü. Jetzt bin ich beleidigt, also. Das regt auf. Also Leute, das war der erste Teil dieses Silvester-Specials. Ich habe sehr auf den Sack bekommen, ihr habt es gesehen. Ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Schreibt es in die Kommentare, ob wir dieses Spiel let's playen sollen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Spiel. Da ist wieder Johnny dabei. Und wir verabschieden uns. Ciao!